also die ist ja mittlerweile proppevoll. Wir sind circa bei 900, weiß ich gar nicht, 50, 60 drinne. Also da könnt ihr dann sozusagen auch mal reinschauen. Beziehungsweise auch für das nächste Mal euch Titel wünschen. Wir haben viele Titelwünsche bekommen und die haben wir versucht, nicht alle leider, aber wir haben versucht, diese Titel einzupflegen. Wie gesagt, wir machen so ein bisschen 89.0 RTL nach. Wir sind auch, glaube ich, mal ein bisschen besser. Gleich machen wir. Gleich. Ich bin noch. Gefragter Mann. Warte mal ganz kurz. Und wie gesagt, 89,0 kommt da nicht so ran. Also wie gesagt, 87,5. Wir werden auch eine große Zwischenkundgebung machen. Ich werde euch live auch heute und hier sagen, wo diese Zwischenkundgebung ist. Ich verrate erstmal nur so, die wird im Herzen der Innenstadt stattfinden. Also wie gesagt, ihr dürft euch freuen. Ansonsten, wer gerne noch mal sprechen möchte für 10 Minuten oder sonst wo, dann kommt her. Wir werden dann quasi live im Team im Herzen von Dessau. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Und wir sammeln jetzt erstmal, es gibt hier vorne auch Kaffee und Kuchen, Getränk ist alles gesponsert. Und wie gesagt, das ist bei uns, wir haben hier ein bisschen in Technik investiert. Wir wollen jetzt eine neue Batterie kaufen. Das ist natürlich alles mit Kosten verbunden, um euch einfach ein sicheres System zu schaffen. Dieser Sender ist dafür da, in allererster Linie euch sicher durch Dessau-Roßlau zu führen, wenn zum Beispiel irgendwelche Störungen sind, irgendwelche Ereignisse, die wichtig sind, wenn wir blockiert werden oder irgendwas in der Richtung Parkplatzsituation, werde ich das hier durch diesen Sender, euch mitteilen. Wie gesagt, die Playlist ist fertig, diesmal ein bisschen rocklastiger, also wie gesagt, die Leute haben sich das gewünscht, aber wie gesagt, ihr werdet sehen, wir machen so ein bisschen Freaky Friday, wir wollen natürlich auch, dass ihr gut unterhalten werdet, auch wenn es natürlich ein ernstes Thema ist. Ansonsten nochmal, wir haben auch wieder zwei Toiletten diesmal, die können benutzt werden, also bitte noch den einen Gurt da vorne mal bei der Toilette abmachen. Diese Toiletten sind in allererster Linie natürlich für unsere Frauen und Kinder da, ansonsten für jeden. Die sind gesponsert, wirklich. Ich möchte nochmal allen, für StehpinklerInnen, die hier was gesponsert haben, ob das Bauern sind, Firmen sind, die Solidarität, und da kann man wirklich mal klatschen. Vielen Dank, ohne euch ist das hier nicht möglich. Juhu! Also ihr merkt wirklich, und ich möchte bitte auch nochmal, ja, da kann man hupen, richtig, den Bäcker Lanz nochmal hervorheben. Ich hatte am 11.01. ihn angerufen und nach wirklich nicht mal eine Minute hat er gesagt, was braucht ihr? Die wechseln sich so ein bisschen ab, Bäcker Meiling und Lanz. Hardcore-Konkurrenten, aber ihr seht, Konkurrenz ist zwar da, aber wenn es um das eine Thema geht, halten sie zusammen. Also auch nochmal einen großen Dank an Bäcker Lanz, dass ihr heute wieder für so viele Teilnehmer uns Essen sponsert. So, ansonsten werde ich jetzt mal kurz die Klappe halten. Ich denke mal, ich werde heute oft genug reden. Wir lassen jetzt mal noch so ein bisschen Musik laufen. Das ist noch nicht die Playlist. Ansonsten, ja, wünsche euch viel Spaß. Haut rein. Wir haben hier Essen kostenlos, wirklich. Wer eine Mark spenden will, in allererster Linie geht das in unsere Technik rein. Es fängt schon mit dem einzelnen Blatt Papier an. Wir stellen uns auch abends hin und spielen Schnittchen für euch. Das ist einfach so. Weil wir wissen, ihr sollt gut verpflegt werden. Also kommt her, trinkt Kaffee. Wir haben auch Säfte, Wasser, was weiß ich. Kommt hier vorbei. Auch nochmal danke an die Nächste, die Fixwurm und auch gerade. Also wie gesagt, haut euch den Bauchwoll, den nur mit dem Bauchwoll. Kekse. So, das war's erstmal. Also vielen Dank und ich melde mich gleich nochmal. Komm, erst ein Keks. Wollt mir mal einen Keks klauen? Noch ein Stück, oder? Nee, wollt mir einen Keks kosten? Also ein Milchzucker bitte selbst. Ja, ey, Mopsen, einen Keks nur. Danke. Bitte.
Leute, hier beginnt gleich der Autokorso Dessau. Also, der ehemalige Flugplatz ist hier voll. Ich werde es mal ablaufen hier. Ich sehe nur nichts. Ja, das ist mein Keks. Gut. Ich werde jetzt mal hier langlaufen. So, ich werde jetzt mal die Autos zählen. Bin ich das noch schaffe, die Autos zu zählen? Wann fahren wir denn los? Welche Uhrzeit? Was haben wir jetzt? Sag mal an. 17 Uhr fahren wir los. 17, 16. Oh, da kann ich doch zählen. Ach. Gut, dann zähle ich. Ja, oh cool. Ich fange mal da hinten an. So. Ach so, ja, hast du geschätzt. Nur über den Daumen gepeilt. Gut, jetzt. Ich zähle jetzt mal die Autos hier. So. Ich bin hier immer noch live in Dessau. Beim Autokorso. Gut. Hallo. Magdeburg, Halle. Alles vertreten hier. Leipzig. Unser Land zuerst. Ich kann bloß nichts sehen, wenn ich hier gegen die Sonne laufe. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Gut. So dann. Weg mal anfangen zu zählen jetzt gleich. So. Hallo. So, dann bin ich ja gleich hier hinten am Ende und dann kann ich mal durchzählen hier. Jedenfalls viel mehr als in Berlin. Genau, Trupp. Kriegstreiber stoppen. Hallo. Jetzt werde ich mal hier zählen hier mal. Mal sehen, ob ich das hinkriege mit dem Zählen hier. Oh, kommen ja immer mehr. So, Autokorso live aus Dessau. Und Umgebung hier. Eigentlich von überall. Und von überall. So. Na gut. Hallo. Ich wollte mal anfangen zu zählen, aber ich das schaffe. Das ist so einfach. Noch, ich bin da gerade mal bei. Erstmal 7 habe ich erstmal. Mit dem hier. Hallo.
Tut, tut. Danke. Bitte. Also, so wie wir stehen, wenn ich was nun? So, hm, hallo? Ja. Ja, deswegen liegt das an der Frontscheibe. Ja. Ich habe ihn gerne. Ja. Für alle. Macht bitte die 87,5 an. Wir haben ganz viel Essen für euch, ganz viel Getränke. Das wäre nicht richtig. Ich bin beim Zählen. Bis jetzt 68, ach so, okay. 68. Ja. Oh, war ja. Ey, ist das doof, ja. Also, wenn ein mit Kamera sozusagen euch gerne interviewen will, könnt ihr das sehr gerne tun, weil, wie gesagt, das unterstützen wir. Wir fordern alle Berichterstattung und das ist auch wichtig. Wie gesagt, jetzt zur Thematisierung mit euch. Also, wir haben da angerufen und wir haben natürlich... Okay, wenn ich mal nicht verzählt habe, 93. Lieber zu filmen als zu wenig. Hat gezählt, 93 Fahrzeuge. Wenn es dann stimmt jetzt. Hallo. Bisschen versetzte Wiedergabe. Da ist es schon früher. Ist wie einer, wenn einer Kabel hatte oder einer Schüssel hatte. Ja, ja, auf gar nicht. Zeig mal den Stream. Live aus Dessau, ehemaliger Flugplatz hier. Auf
durch den Sender. Also das heißt, also heute nicht so viele da. Ja, sind über 90 Leute hier. Ob 96 oder 97, aber über 90. Egal wie. Sind doch schon mal eine ganze Menge. Und vor allen Dingen, das Wetter ist schön. Radiosender, die hier in der Nähe wohnen, hier rund um Dessau hier. 87,5 Radiosender, aber manuell einstellen den Radiosender. Genau, nicht auf eins, auf eins steht auch hier. Dann kann ich auch nochmal gleich was sagen. Also wenn ich die noch alle mitzähle, sind es 105. Also wenn ich die jetzt noch mitzähle, ich glaub, 105. 100 zeige ich dir nochmal. Zähl die noch mit, ja. Die gehören da dazu. Ja, genau. Das Dach aus der Schau gehört auch mit. Genau. Das macht dann Pausenversorgung. Genau. Kann man dann Preis innen ranfahren? Ja. Die Flasche bleibt hier offen. Ja, habe ich gerade gehört. Die weiteste Anreise, was denkt ihr? 60. Berlin? Berlin, bestimmt nicht. Nee, Hannovers. Hannover! Hannover! Ah. Hannover! Hey, hey, hey. Super. Mal irgendwo erleben. Ja, richtig. Nice. Dem einen Land wollte ich nicht gleich. Dann lade Akina ein. Ja. Ja, ich habe da keine Ahnung von dem Einladen hier. Guck mal hier mal. Ohne uns kein Essen. So, das habe ich fast vergessen. Nürnberger Kodex. Free Asange. Sonst könnt ihr euch gerne mitnehmen. Die schaffen wir gar nicht alle irgendwie zu verteilen. Deswegen, heißt das doch. Hier vorne stehen zwei schwarze Kübel, Asange. Greift zu, nehmt euch Aufkleber. Julian. Ja. Ansonsten, wie gesagt, haut rein, wer Hunger hat, Capitos. Haut rein. Umgebung werden wir den Essenstand austeilen. Ich muss ja was Handfestes essen. Was Handfestes. Aal greifen? Nee, doch nicht. Okay. Nicht Aal greifen. Sagt jetzt Aal greifen. Aal greifen ist hier. Ja. Genau. Aal greifen. Flutsch. Ich bin zum Aufkleben. Ah, cool, ja. So, wenn ihr hier seht, wir haben zum Beispiel auch einen Hutsteiger. Also wer gerne mal Fotos. AfD-Brötchen. Wer gerne mal Fotos machen will von oben, der kann natürlich diesen Hutsteiger gerne mal benutzen. Also wie gesagt, dafür ist er da. Kommt hier vorbei, wer gerne mal von oben Fotos machen will, dafür ist er da. Also kommt hier ran zu dem Hutsteiger hier vorne. Hutsteiger, ja. Ja, mach ich gleich. Euch mal ein Geschirr. Ja, aber keine Ahnung. Alles da, alles fachgerecht. Und dann könnt ihr mal von oben unbedingt hier. Könnt ihr auch ein Familienautofoto reinstellen, beziehungsweise auch in den WhatsApp-Kanälen und dann geht das seinen Gang. Also wie gesagt, traut euch ruhig, kommt vorbei. Und so, den will sie haben, den will sie haben. Und dann könnt ihr gerne mal Fotos machen. Ich brauch die.
Welchen hatte ich denn jetzt? Welchen wollte sie jetzt? In der Laterne freut sich. Wo ist der Maler? Ja. Wo sind denn die blauen hin jetzt? Die wollte ich also eine Fischfilet hier. Ja, ja. Da ist der Maler. So. Ich brauche nur die blauen. Ja, nehmen wir eben mit. Christian. So, reicht. Okay. Genau. Deck noch was. So. Für Hunde spazieren immer gut. Man stand hier. So, und ich sehe gerade, das Ordnungsamt läuft auch los. Und auch das Ordnungsamt und die Behörden. Laden wir natürlich recht herzlich zum Essen ein. Hier gibt es auch Kaffee. Stärkt euch. Wie gesagt, hier ist alles umsonst. Ansonsten, wer den Familienautokurs unterstützen will mit einer Spende, wir haben hier so eine kleine Spendenbox auf unserer Essenverteilung. Da könnt ihr gerne dann Mark einschmeißen für die Technik, dass wir uns eine neue Lithium-Batterie wollen wir uns zulegen, dass wir diese Technik einfach stabiler hinbekommen, dass wir auch ein bisschen die Reichweite erhöhen. Das fängt schon beim Kabel an. Also wer sich da gerne oder wer den Markt übrig hat, schmeißt sie da rein. Ansonsten Essen, Getränke und Co. ist alles kostenlos. Greift nochmal zu. Wir haben genug da. Bäcker Landschaft gesponsert. Also kommt hier vorbei in die Mitte und haut euch nochmal den Bauch voll. Und nutzt unsere Toiletten. Wie gesagt, da braucht alles Geld gekostet. Also benutzt sie. Benutzt die Toiletten. Also willst du noch rollen hier? So, also den ersten haben wir schon gefunden, der gerne mal Bilder von oben machen möchte mit dem Hubsteiger. Also wie gesagt, kommt vorbei, guckt euch die ganze Sache von oben mal an, macht Fotos. Wie gesagt, ist nicht schlecht. Einfach mal vorbeikommen und dann mal ab nach oben. Dafür ist das Ding da. Das hat auch Geld gekostet. Auch nochmal ein großes Dankeschön für den Herrn, der es gesponsert hat. Also wirklich nochmal großen, großen Dank. Ich bin da hochtraue. Also kommt vorbei und wenn ihr hoch wollt, einfach mal fragen. Wie gesagt, wir haben mehrere Geschirr und vielleicht kann noch einer hier helfen. Ja, aber da falle ich ja runter. Diese Fotos reinstellen im Familienautokurso bei Telegram. Wer Telegram nicht hat, es gibt diverse WhatsApp-Gruppen, fragt mal eure Kollegen. Also die sind alle gerappelte voll, es ist noch ein bisschen Platz. Wie gesagt, die sind alle... Aber wenn ich da rausfalle oder runterfalle... Ja, na warte, ich muss erstmal mein Live ausmachen. Nee, ich mach aber den. Ja, da hast du schön alle. Video. Ja, ich mach aber ein Bild. Und das Hochformat hast du, das erst ins Querformat wandeln musst, weil es ja sonst nicht reinpasst, ist das äußerst schwierig. Nee, ich würde erstmal das hier rausmachen. Hier. Lass mal hier. So, tschüss.